bei mir im Shop aktuell. Sehr, sehr gute Qualität. 540 Gramm. Ja, Leute, es gibt eine Reaction, denn es haben mich sehr viele Nachrichten ereilt, dass es eine Reaction gab, beziehungsweise viele Reactions auf den Galileo-Beitrag, aber erst nachdem er auf YouTube hochgeladen worden ist, davor lief er im Fernsehen. Ich habe die Version gesehen, bevor es veröffentlicht worden ist. Die Version im Fernsehen konnte ich leider nicht sehen, weil ich in Australien bin und man kann nicht auf die Seite zugreifen. Ich habe es dann erst im Internet gesehen, dass der Beitrag online ist, habe gehört, dass viele darauf reagiert haben, durch meinen Cutter und viele anderen auch, dass Monte unter anderem darauf reagiert hat. Das schauen wir uns jetzt an. Ich bin gespannt und hoffe, dass das Urteil nicht zu hart ist. Wichtig ist die richtige Idee. Die richtige Idee, saftiges Nu. Warum guckt er denn so? Die kennen sie, hat früher auch immer mal wieder ordentliche Batzen bei mir im Stream gespendet. Seit sie Fame geworden ist, habe ich sie nie wieder gesehen. Null. Ich finde, das geht klar, Digga. Aber ganz nette, kein böses Blut. Monte! Saftig ist nur richtig, also die ist korrekt. Dankeschön, das ist lieb. Nein, auf jeden Fall haut er direkt raus, ey. Ja, tatsächlich, das stimmt. Zwei Dinge. Ich habe Monte und Kronk immer sehr viel unterstützt, weil es einfach auch immer so klar Vorbilder sind. Als mein Hype kam, hatte ich, um ehrlich zu sein, gar keine Zeit mehr, irgendwelche Streams zu schauen. Und ist, dass eben damals auch viele gesagt haben, das machst du nur, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Und ja, davon habe ich mich durchaus beeinflussen lassen, muss ich ehrlich zugeben. Und habe mich dann auch nicht mehr getraut. Aber, meine lieben Leute, ich bin immer noch Sub seit 40 Monaten. Tada! Very nice. Hinter dem Kanal Saftiges Gnu steckt eine Frau. Sie spielt Computerspiele. Mit solchen Videos sind sonst eher Männer erfolgreich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es immer total schwer, Interviews zu führen oder von mir Beiträge anzuschauen oder wenn jemand auf meine Videos reagiert, weil mir das immer total irgendwie, ist mir total unangenehm. Da bin ich wieder. Um die Deutsche zu treffen, müssen wir nach Australien. Jasmin alias Saftiges Gnu wohnt in... Die Bewohnerin, die hat uns an dem Tag echt gehasst. Weil man muss es so sehen, Galileo hat eine Anfrage gestellt und ich habe mir einen Kameramann gesucht und der hat mich gefilmt und das Interview war quasi dann von Deutschland aus über FaceTime. In Melbourne. Eigentlich ist sie gelernte Grafikdesignerin. Wann ist denn die nach Australien gezogen, Digga? Das wissen allerdings echt viele nicht. Und das war auch noch so ein Punkt. Ich habe davor die Version gesehen, die eigentlich veröffentlicht werden sollte, aber sie mussten noch Sachen wegcutten. Ich arbeite schon lange nicht mehr als Grafikdesignerin. Ich habe eigentlich noch 6 Jahre studiert. Neue Medien. Meine Masterarbeit findet ihr auf meiner Saftiges Gnu-Seite und habe lange, lange fürs Fraunhofer gearbeitet. Und zwar im Virtuality-Bereich. Das haben sie aber rausgecuttet, weil sie gesagt haben, sie hatten keine Zeit mehr. Und hat vor 5 Jahren mit YouTube angefangen. Seit 2 Jahren macht sie nur noch Online-Videos. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hat die schon immer da gewohnt oder was? Nee, das ist eine ganz liebe Freundin. Ah, wirklich, die ist wirklich korrekt. Das ist lieb. Ihr Freund wohnt da? Nee, dann ist sie unkorrekt, Digga. So geil, ey. Melbourne ist zu wegen ihres Freundes, der hier für 1 Jahr arbeitet. Ja, ein Freund? Konnte die Alte noch nie leiden, Kappa. Das ist geil. Da dachte ich mir, muss ich unbedingt mit? Ah, ja, man muss es mir aber gönnen, ey. Nach so vielen Vollpfosten, die ich hatte, habe ich endlich mal jemanden gefunden, der zu mir passt. Jetzt ist die Zeit, jetzt läuft es mit YouTube, jetzt kann ich... Meine Wimpern waren an dem Tag echt schrecklich, muss ich sagen. Ich hab's voll übertrieben, Mann. Ich mag Frauen, die geschminkt genauso geil aussehen wie geschminkt. Wisst ihr, wie ich meine? Überall aus der Welt aus arbeiten. Das ist der Vorteil der Videoplattform, von überall aus arbeiten können. Ja, das muss ich auch sagen. Und das ist auch der Grund, warum ich auch gesagt habe, ich gehe mit, weil es ist auch eine geile Erfahrung. Als weiblicher Gamer ist die 30-jährige... Ich war auch so dumm, ne? Das habe ich auch so viele Kommentare gesehen. Ich bin Gamerin und spiele einen Cooking-Simulator. Sprüche könnt ihr euch vorstellen. Vor allem Vorbild für andere Frauen. Wahrscheinlich. Vorbild für andere Frauen. Ich muss sagen, ich habe echt viele Mädels in der Community, die einen schon irgendwo auch... Ich weiß nicht, Vorbild hört sich immer so doof an. Ich weiß, was Monte meint. Man will ja eigentlich nur unterhalten, aber ob man es sich aussucht oder nicht, das kennt er ja selber. Man ist eine Art Vorbild. Aber im Ernst, Videos davon zu machen, wie man selbst zockt, ist doch leicht verdientes Geld, oder? Wie viel arbeitest du ungefähr? Ah! Ich kann es im Tag sagen, es sind meistens schon so 18 Stunden auf jeden Fall. Es ist nicht nur der Druck von YouTube, es kommt ja auch der Druck von außerhalb. Wenn die Videos nicht laufen, dann hat man ja auch keine Angebote mehr, dann ist man schnell raus. Scheiße. Oh nein. Oh nein.
Hat die gerade 18 Stunden gesagt? Ja, habe ich tatsächlich gesagt. Ich weiß, viele denken, es waren 8 bis 10, aber ich erkläre es kurz. Es ging eigentlich ums Thema Burnout. Und zu der Zeit habe ich tatsächlich so viel gearbeitet. Ich habe aber im nächsten Satz auch gesagt, und das Video wurde halt gecuttet, was ich verstehe, weil es nicht so lang sein durfte, aber in dem Video wirkt es so, ich arbeite gerade 18 Stunden, das ist so einfach. Nee, im Gegenteil, ich habe eigentlich das kritisiert, dass es momentan so war. Und mir ging es auch echt richtig schlecht in der Zeit. Ich hatte voll die Herzrhythmusstörungen. Aufgrund der Zeitverschiebung stehe ich halt oft um 3 Uhr bis 4 Uhr morgens auf, weil da ist bei uns Primetime abends. Es kamen so viele Sachen auf mich zu. Ich habe einen Drittkanal geöffnet. Ich habe für einen zweiten und Drittkanal keine Cutter. Das cutte ich alles selber. Bei mir ist es halt so, ich stehe auf. Ich nehme erstmal meistens so 4 bis 5 Stunden auf. Meistens stream, vielleicht streame ich auch manchmal stattdessen. Das variiert immer. Erst streamen, aufnehmen oder erst aufnehmen, streamen. Die Streams gehen meistens so 8 Stunden, je nachdem, wenn ich halt ein komplettes Spiel durchspiele. Und auch für den Drittkanal. Der Drittkanal ist halt, glaube ich, so das, was mir gerade so viel Zeit raubt, weil ich teilweise mich da so übernehme. Da sind in einem Video Aufnahmen von einem Monat drin. Und auch die Videos brauchen 10 bis 12 Stunden Schnitt. Ich nehme super viel auf, was ich nie hochlade an Videos, weil ich einfach immer zu perfekt alles machen möchte. Ich musste leider bei den Gaming-Videos sagen, okay, lieber ein bisschen weniger Rumgeschnippel und Qualität, als zu sagen, okay, geil, ich hau jetzt alles hoch. Deswegen bin ich super froh mit meinen Cuttern, die ich habe, die mir super viel aufnehmen. Also für mich zählt jetzt nicht als Arbeit dazu, weil ich auch gesehen habe, Unsympathisch TV hat das auch erfragt. Ob ich jetzt auf Instagram bin und Nachrichten mache oder poste, das zähle ich nicht als Arbeit dazu. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, schreibt mir gerne eure Tipps runter. Ich bin da vielleicht einfach zu perfektionistisch und verballert. Auf jeden Fall nach 8 bis 10 Stunden Stream halt dann nochmal zu wissen, boah, jetzt nochmal 3 Stunden aufnehmen für meine Thumbnails, die mache ich selber, brauche ich halt teilweise. Ich habe jetzt die Thumbnails einfacher gemacht, das könnt ihr sehen im Verlauf, dass ich für die Thumbnails maximal eine halbe Stunde brauche. Früher seht ihr zum Beispiel, habe ich für ein Thumbnail manchmal 2 Stunden gebraucht, weil ich das ganze Material gesucht habe und das sind einfach Sachen, in die steckt man Kraft und Energie rein und das ist für mich in dem Moment halt dann Arbeit. Also hör nochmal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nein, nicht nochmal anhören, das ist mir eh so peinlich, die Stelle. Und schwierig gewesen für mich. Wie viel arbeitest du ungefähr? Ich kann es im Tag sagen, es sind meistens schon so 18 Stunden auf jeden Fall. Das hört sich so doof an. Ich bin nicht geübt in Interviews, ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Am Tag sagen 18 Stunden, die hat 18 Stunden gesagt am Tag, oder? Lassen wir es bei 8 bis 10, so ist es nämlich momentan. Oder meint sie 8 bis 10? Ich hab's falsch. Also hören wir nochmal genau kurz hin. Nein, hör nicht nochmal hin. Das war leicht verdientes Geld, oder? Hör auf, Mann! Wie arbeitest du ungefähr? Ich kann es im Tag sagen, es sind meistens schon so 18 Stunden auf jeden Fall. Ich glaube, sie meint 8 bis 10 Stunden, aber sie hat es ganz komisch auch. 18 sagt sie auf jeden Fall. Hängen wir uns nicht auf der, an der Aussage so. Ja, danke schön. Ich glaube, sie meint 8 bis 10 Stunden. Genau. 18 Stunden ist natürlich Schwachsinn, ist klar, aber 8 bis 10 Stunden, denke ich, wenn man mit einberechnet, streamt, sie streamt ja auch. Videos schneiden macht sie, glaube ich, selber, ich nicht mehr. Es gibt bereits YouTuber mit Burnout-Syndrom. Nur wer ohne Pause produziert, sorgt dafür, dass die Fans regelmäßig Filme gucken und die Werbegelder fließen. Ja, die guten alten YouTuber mit Burnout-Syndrom. Ich finde halt, man soll sich einfach nicht selber übernehmen. Und ich arbeite auch sehr viel und ich merke nichts an einer Art Burnout. Das Einzige, was ich merke, ist, dass ich es körperlich merke. Ich habe kein Burnout. Das war einfach nur das Thema dazu. Ich kann sehr gut davon leben. Wie eine Reinigungskraft oder ein Bankmanager? Ich habe die Fragen davor bekommen. Die sollte eigentlich rausgestrichen werden. Sehr gut. Sag bitte nicht so Mittelding. Auf meine Verhältnisse, also auf Bankmanager vielleicht. Aber das ist irgendwie interessant für die und da war ich echt überfordert, weil ich dachte, die Frage kommt nicht. Viel Arbeit, wenig. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie geil die Medien darauf sind, herauszufinden, was man verdient. Ich glaube halt, dass die Sache ist, dass das halt, ich habe manchmal das Gefühl, das ist das Einzige, was Leute interessiert. Ich habe zum Beispiel hier auch gemerkt, in Australien im Vergleich fanden die Leute meinen Job super spannend und haben Geld nicht hinterfragt, aber so gerade in Deutschland war es immer so, wie viel verdienst du denn damit? Und da wurde es immer so ein bisschen belächelt, ach, du machst ja nur so ein Video die Woche und total ungerechtfertigt, was du verdienst. Aber die YouTube-Videos scheinen sich zu lohnen. Ja, die YouTube-Videos scheinen sich zu lohnen. Es soll auch Spaß machen, das Allerwichtigste, wenn ihr damit anfangt. Macht eure Ausbildung auf jeden Fall fertig oder euer Studium, mal eure Schule, das ist ganz wichtig. Weil es kann, wie gesagt, ihr seht ja, YouTube hat manchmal, strikt manchmal Kanäle, das könnte passieren. Ihr dürft nicht mehr monetarisieren oder auf Twitch werdet ihr gebannt, warum auch immer. Verlasst euch nie auf Plattformen, es kann von heute auf morgen vorbei sein und deswegen braucht man immer ein Backup. Ich habe es auch nebenbei
gemacht. War zwar anstrengend, aber man kann es schaffen, wenn man will. So Leute, das war's jetzt von der Reaction. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Dankeschön an Monte und Galileo, dass ich das Video zum Reacten nehmen durfte. Und genau, lasst gerne Liebe da und Subs, ihr kennt ihn ja sowieso alle. Und dann sage ich immer danke fürs Zuschauen und Ade mit Eva Schee. Ruf YouTube an, Digga, und sag Bescheid, ich hätte gerne die beiden für die Dinger, also für ich hätte gerne, You're a rebel.